Nicht wundern, wenn hier ein paar Stellen zensiert sind. Deutschland ist da sehr, sehr sensibel. Deswegen haben wir das Video nochmal überarbeitet. Aber ich wünsche euch einfach mal viel Spaß mit dem Video. Es ist wieder an der Zeit, das gute alte Doom 2 auszupacken, meine Freunde. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge dieses wunderschönen Spiels. Und ihr seht schon, wir spielen mal wieder eine hart gemoddete Variante. Nämlich mit der Rise of Nations Mod, die ich übrigens auch wie immer natürlich in die Videobeschreibung packe. Weil manchmal sind Leute einfach nicht in der Lage, die Videobeschreibung zu lesen. Und stellen in den Kommentaren so eine Frage, wie heißt die Mod? Wo ist die Mod? Obwohl ich das am Anfang sage und natürlich das auch immer in der Videobeschreibung mit verlinkt ist. Aber ich habe es jetzt hier einfach nochmal erwähnt. Was wir heute allerdings machen werden, meine Freunde, ist was richtig Verrücktes. Ihr seht ja, wir haben relativ viele Startszenarien. Die Rise of Nations Mod ist ja wirklich gewaltig. Wir können vor dem Ersten Weltkrieg, weit vor dem Ersten Weltkrieg, während des Ersten, Zweiten Weltkriegs, während des Ersten Weltkriegs selber nicht. Wir können 1933, wir können natürlich dann historisch 36 beginnen, also die H2-4-Timeline. Wir können mitten im Zweiten Weltkrieg starten. Und dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, der Kalte Krieg, der Heiße Krieg und dann natürlich last but not least so die Pandemie. Das ist das Ding, was uns alle umgebracht hat und heutzutage interessiert es keine Sau mehr. Aber was wir heute machen werden, ist, wir wählen den 23. Mai 1949. Und ich weiß ja, ihr schreibt es immer wieder in die Kommentare, immer wieder sagt ihr mir, Krabbe, bitte, bitte spiel doch mal die Nation. Deswegen machen wir das heute einfach mal. Und deswegen spielen wir mit der East Turkestan Republic. Wollte ich schon immer mal machen. Es freut mich auch sehr, dass ihr das alle vorgeschlagen habt. Nein, Spaß. Meine Freunde, es gibt nur eine einzige Möglichkeit für mich heute, dieses Projekt zu spielen. Nämlich mit Konrad Adenauer und der Deutschen Republik. Natürlich werden wir nicht einfach nur die Deutsche Republik spielen. Es wird meine Aufgabe sein, Deutschland auf den rechten Weg zurückzuführen, den Dritten Weltkrieg anzuzetteln und die Welt zu unterwerfen. Ob das funktioniert? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wie immer, wir spielen blind. Aber ich erhoffe mir sehr, sehr viel. Was ich auch schön finde an der Mod, es gibt noch so ein paar extra Einstellungsmöglichkeiten. Wir können das Ganze ein bisschen in Anführungsstrichen historischer spielen. Wir können zum Beispiel auch einstellen, dass die Achse den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Also quasi, wenn ich hier mit am Werk gewesen wäre. Dann kann man geskriptete Friedensverhandlungen an- oder ausstellen. Und falls ihr einen alten Trash-PC habt oder auf einer alten Mühle spielt, dann könnt ihr zum Beispiel noch Südamerika vereinen. Das sorgt dafür, dass Südamerika quasi einfach nicht existent ist und damit eure Rechenleistung nicht derartig beansprucht wird, was zu einer schnelleren Spielperformance führen kann. Wenn du allerdings auf einer Kartoffel spielst, dann bringt dir die Einstellung auch nichts. So, meine Freunde, das ist jetzt unser Fokusbaum. Und das ist, ihr wisst, das ist ein Riesenteil. Digga, der ist wirklich riesig, Alter. Gut, das Einzige, was mich persönlich interessiert, ist, wo können wir uns rächen für den Zweiten Weltkrieg? Ich habe übrigens kleine Storytime schon mal vor ein paar Monaten versucht, mit der Rise of Nations Mod eine Kampagne zu spielen. Leider, leider, leider ist mir das Ganze dann quasi immer wieder abgestürzt, sodass ich das Video nicht fertig machen konnte. Aber ich drücke uns allen die Daumen, dass es diesmal funktioniert. Weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn ich dann 10, 15 Stunden sitze und ein Video aufnehme oder ein Projekt aufnehme und das dann nicht hernehmen kann, weil das Ganze immer wieder abstürzt. Oh. Das ist übrigens nur der Transportbereich. Der ist schon größer als Vanilla Hearts auf einen 4 komplett alle Forschung zusammengenommen. Auch interessant ist, dass Deutschland hier mehr militärische Fabriken hat als zum Beispiel im 2020-Szenario oder 2016-Szenario von anderen Mods. Wir haben echt schon eine 16 Division, ja? Ach, die Polizei. Ha! Ist irgendwie cool. 20.000 Polizisten, die bereit sind, unser Land zu verteidigen. Das ist übrigens unsere Infanteriedivision, die wir hier vorgefertigt haben. Sind eigentlich ganz okay. Also rein theoretisch würde ich jetzt wahrscheinlich noch zwei Infanterie-Templates extra mit hinzufügen, aber ansonsten kann man mit denen echt arbeiten. Global Politics Report. Okay, gar kein Bock mehr, das durchzulesen. Irgendwas wird dann passieren hin und wieder. Bin auch gespannt, ob wir Anschluss machen können und generell und sowieso. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich habe das noch nie gespielt hier in dem Szenario. Aber die Mod ist halt gigantisch. Wir haben übrigens eine Kernbevölkerung von 40 Millionen. Ein bisschen weniger, als mir das lieb wäre. Übrigens auch ein bisschen unlogisch, dass hier Berlin unsere Hauptstadt ist. Aber gut. Ich find, so, du kriegst zweimal auf die Fresse in zwei Weltkriegen. Das erste, was du machst, ein paar Tage später, während du doch komplett besetzt bist, mehr oder weniger. Du holst dir die Kunstsupporter zurück. Oh, geil. Habe übrigens keinen einzigen Feldmarschall mehr. Die sind alle gestorben oder haben Dienst eingestellt. Weil die meisten schon aus, die alle so alt sind, dass die eigentlich automatisch Feldmarschälle sind. Aber
Scheinbar nicht, nee. Ja, politisch haben wir auch deutlich mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel haben wir DEFCON-Levels, die unsere Kriegsbereitschaft erhöhen, aber dafür auch ein paar Abzüge bringen. Wir können unsere Einwanderungspolitik festlegen. An sich ist es relativ gefährlich, das als Deutscher zu sagen, dass wir die Einwanderungspolitik festlegen. Ja, ich finde es toll, auch mit dem Bildchen und so. Ich bin ein relativ einfacher Geist. Oh, erstmal einen Faschisten einstellen, geil. Ich bin ein relativ einfacher Geist, mich kann man relativ einfach beeindrucken. Und wir können rein theoretisch sogar islamistisch werden. Naja, wenn ihr mal Bock auf ein islamistisches Deutschland habt, gerne in die Kommentare schreiben. Islamistische Deutschland übernimmt 1950 die Weltherrschaft. Wäre bestimmt ein cooles Video. Ich finde es auch schön, wie viele Leute wir einstellen können. Können wir irgendwie die Demokraten runter machen? Nicht direkt auf den ersten Blick. Mein kleines Spatzen empfindet es auch total geil, wie die Schiffe unterschiedliche Farben haben. Das finde ich richtig erotisch. Wir müssen auch erstmal unsere Wirtschaft natürlich festlegen. Und da wir, surprise, faschistisch gehen werden, ja, hast du dann die Möglichkeit, kommunistische Wirtschaft, demokratische Wirtschaft oder faschistische Wirtschaft zu nehmen. Und einmal dürft ihr raten, für welche wir uns entscheiden. Genau, erstmal für gar keine. Ich habe nicht was anderes gesehen. Kurz noch ganz links rüber. Moment, so. Und zwar der Kuh. Weil es übrigens einer fragt, warum ich nicht einfach kommunistisch gehe, das hat einen ganz einfachen Grund. Die ganze Welt ist nämlich verpestet mit Kommunismus und es wird wieder Zeit, ein bisschen Farbe in das Ganze zu bringen. Greater Germany, Greater German Reich. Oh, gibt es ein paar Sachen, auf die habe ich richtig Bock. So, freie Presse, können Sie schon mal einen Popo schieben? Müssen schon mal ein bisschen die Ketten anziehen. Die können aktuell gar keine Truppen deployen. Doch, können wir aber nur in Berlin. Oh, das ist aber scheiße. Oh, das ist ja richtiger Müll. Ah, die haben mir die Hauptstadt geklaut, diese Gauner. Jetzt ist meine Hauptstadt in der Zwischenzeit, Hamburg ist jetzt Hauptstadt. Die haben mir einfach Berlin geklaut, Alter. Wer macht denn sowas? In Ostdeutschland wurde die Stasi gegründet. Ich bin ja grundsätzlich gegen jegliche Form von radikalen Einflüssen. Und so realistisch muss man jetzt auch sein. Wir müssen natürlich einfach darauf hoffen, dass die Alliierten das überhaupt nicht juckt, dass wir wieder Faschisten werden. Weil wir natürlich absolut keine Chance hätten. Die würden uns überrennen, kalt machen, platt machen, kaputt drücken, zu Hackfleisch verarbeiten, zum Frühstück essen, im Meer versenken. Alle möglichen Sachen würden sie mit uns machen. Das heißt, wir können einfach nur hoffen, dass sie sagen, jo, kein Stress. Alles cool in Kabul. Naja, Belgien gegen Belgien. Ich bin auf alle Fälle mal für Belgien. Für den Mann hier, der sieht mir sehr royal aus. Übrigens könnten wir jetzt dann gleich einen alten Bekannten wiedersehen an der Spitze des Deutschen Reichs. Den haben wir schon ein paar Mal gesehen, glaube ich, in den Videos hier generell. Wer es weiß, da gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist natürlich jetzt dann ein Wild Guess, ne? Aber erstmal hoffen, dass wir überhaupt faschistisch werden. Oh, die Dönerbude wurde gestürmt. Das ist sehr dramatisch. Da würde ich doch mal sagen, sichern wir uns direkt die Macht. Der Reichstag ist jetzt aber scheinbar immer noch im Besitz der Deutschen Demokratischen Republik. Und lasst euch nicht täuschen, das sind die Kommunisten. Ah, Nord- und Südkorea boxen sich gegenseitig. Und wenn ihr natürlich Bock auf diese Szenarios habt und sagt, spielen wir was anderes, zum Beispiel die christliche Demokratie in Italien oder sowas, gerne Kommentare schreiben. Außerdem freue ich mich auch immer sehr, wenn ihr den Like-Button hämmert, nette Kommentare schreibt, abonniert, Videos schaut und so weiter. Das hilft nämlich mir, meinen Videos und meinem Kanal. Na toll, jetzt haben die da oben links mir wieder Kreuzflagge reingemacht. Also ich würde ja sagen, dass wir das oben links vielleicht mit irgendwas überblenden an die Person, die das Video schneidet. Überblenden wir das bitte mit irgendwas anderem. Keine Ahnung was, scheiß drauf. Den Rest hier, den kann man ignorieren. Aber wir müssen ja nicht diese große Flagge da oben links haben, ansonsten kriegt er die Hälfte wieder Schnappatmung. Hätte ich wenigstens gedacht, dass ein paar alte Offiziere zurück in Business kommen. Nix. Übrigens Otto Ernst Rehmer hier an der Macht. Und den haben wir, wie schon gesagt, den gab es ja schon ein paar Mal hier und da. Berater gibt es auch tausende hier. Okay, mega fettes Props an die Modder. Ich habe das gar nicht gesehen. Wir haben die Entscheidung, die Flagge zu zensieren. Das ist gerade Luxus. Dann können wir nicht die Flagge auch, was auch immer drüber lag, wieder wegnehmen. Das ist wirklich, wo ich sagen muss, top. Das ist Mod-Support. Oder in dem Fall YouTuber-Support. Was? Nee. Nee, was? Wie, er ist wieder da. Search for the Führer, hör auf. Hä, wie denn? Pushen die auch mal die Wiedervereinigung? Wo suche ich denn nach dem F***? Oder kommt das jetzt automatisch dann? Fangen wir schon mal Sachen zu bannen an. Nachher bannen wir noch die Linken. Westdeutschland purged kommunistische Offizielle. Jawohl, nieder mit den Kommunisten. Ah! Hat uns das eineinhalb Jahre gedauert, hat's. Oh, eineinhalb Jahre. Und ich bin der braunste Schokokuchen, der hier rumläuft. Also im Spiel. Im Spiel. Ah, und einmal dürft ihr raten, wer klein Bein gegeben hat, die Sowjets. Ich meine, klar, vor 5 Jahren haben wir uns fast gegenseitig umgebracht und jetzt ist das Deutsche Reich back in business. Einzige Problem ist, dieser Mann
Harry Truman, der auch aus dem Film Truman Show bekannt ist, besitzt Berlin, was mir überhaupt gar nicht taugt. Aber wir haben jetzt Volkspolizei erhalten, sowohl Rostock, Dresden, Leipzig und Berlin. Die anderen Städte in Deutschland haben keine Polizei. So, the second Anschluss, als ob das funktioniert. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen triggert, ist, dass das hier nur ein Occupied State ist. Das sind unsere Kerngebiete, das sind unsere historisch richtigen Gebiete. Aber dadurch, dass wir jetzt hier quasi das Deutsche Reich sind, haben wir keine Kerngebiete drauf. Und das triggert mich hier gerade maximal, ne? Aber wir können nachher ja Ditte hier machen. Greater Germany gründen oder German Reunification hier. Wir brauchen aber noch Berlin. Berlin. Wir brauchen noch Berlin. Bei generell braucht gar keiner Berlin, genauso wie Frankfurt. Ja, aber gut, das gehört halt dazu, ne? Ah. Nordkorea hat den Krieg gewonnen. Naja, wer soll uns jetzt anführen? Wolf Gunther Trierenberg, Josef Grohe, Friedrich Wiese, ich kenne die alle nicht. Gibt doch noch eine zweite Seite. Werner Kempf, Karl-Heinrich Brenner, Maria. Okay, wir nehmen ihn. 15% Angriff Infanterie und 20% Verteidigung Infanterie, das ist der Shit. Jawohl, der schaut aus wie so ein richtiger Anführer. Digga, 5 Millionen Flugzeuge später. Wie ist es eigentlich bei euch so jetzt im Hochsommer? Ist es bei euch auch so heiß? Man verreckt ja aktuell so ein bisschen bei den Temperaturen und ihr so. Also manche Sachen finde ich persönlich für meinen Geschmack ein bisschen zu groß. Zum Beispiel die Doktrin hier. Das ruckt sogar richtig, wenn ich hier runtergehe, weil es groß ist. Irgendwelche beschissenen Abkommen von Paris wollen sie mir aufzwingen. Oh, wir nehmen mal an, das gibt uns ein paar coole Boni. Außerdem können wir so den Schein offen halten, dass wir in Wirklichkeit friedliche Absichten hegen. Ich dachte ja, dass wir hier die Gebiete automatisch wieder bekommen, aber ist natürlich nicht so. Wir haben jetzt einfach nur Ansprüche bekommen. Und dieser Bitter Peace wurde entfernt, der uns relativ hart zusammengeschlagen hat. Wer hätte eigentlich gedacht, das wäre eine gute Entscheidung, dass man bis maximal 35 kämpfen darf. Also ich finde persönlich, mit 35 ist man so im besten Alter. Ich finde auch mit 70 ist man noch im besten Alter. Aber aus irgendwelchen Gründen kann ich da gerade noch nicht hin. Es ist auch an der Zeit, dass wir natürlich wieder ein paar neue Freunde suchen. Wir arbeiten mit Italienern, Spaniern, Jugoslawiern und noch anderen Verbündeten, um die Achse für einen neuen Versuch wieder aufleben zu lassen. Mal gucken, ob Jugoslawien wirklich bereit ist, sich uns anzuschließen. Weil ich jetzt von der Farbe her nicht unbedingt sagen würde, dass es unsere Gang ist. Aber vielleicht schaut der gute Tito ja ein bisschen zu tief ins Glas. Haben wir echt angenommen, oder? Cool. Kommunisten und Faschisten stehen vereint. Allein für die Aussage würde man wahrscheinlich früher Leute brennen lassen. Was heißt früher? Heute natürlich noch genauso. Übrigens, ja, mit Amerika. Ja, ihr habt tatsächlich doch trotz allem mich dazu entschieden, Südamerika zu vereinen. Aber dass jetzt auf einmal die Schweiz rausgeworden ist, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich dachte, dass es einfach neutrales, unkolonisiertes Gebiet ist. Aber da habe ich die Rechnung scheinbar ohne die Schweizer gemacht. 300% mehr Damage durch Atomwaffen. Das klingt doch super. Ja, der Kollege Franco, der wird auf jeden Fall beitreten. Würde mich arg wundern, wenn der sich gegen uns entscheidet. Und natürlich sind sie beigetreten. Keiner kann meinem Charme widerstehen. Und so wächst die Achse wieder einmal. In Italien wird es übrigens wahrscheinlich bald einen Burgerkrieg geben. So, dann wechseln wir schon mal auf Warmonger, also Kriegstreiber. Ja, Army Spending, da wird es jetzt auch mal Zeit, trotz allem, dass wir uns da ein bisschen drum kümmern. Wir beginnen ganz entspannt mit Medium. Relativ teuer übrigens. Beim Rest gehen wir überall mal ein Stüfchen weiter hoch. Na gut, bei den zwei vielleicht nicht direkt. Unsere Armee muss ja langsam wieder in Fahrt kommen. Können übrigens auch rein theoretisch die Monarchie wieder einführen. Also, rein theoretisch wäre das möglich. Natürlich auch Kommunismus. Ah, ich finde die Mod total cool. Ich meine, Performance ist Endlevel Trash, aber man kann nicht alles haben, ne? Naja, wir kümmern uns mal um die Wehrmacht. Die liegt aktuell auch im Trümmerhaufen. Okay, der Balkanpakt wurde gegründet. Ich sehe ihn aber nicht. Das ist wahrscheinlich auch immer das Problem mit denen. Am Ende des Tages sind sie halt einfach keine Gefahr. Mach mal die italienischen Kollegen wieder faschistisch und unser Bündnis noch eine Nummer stärker. Ja, die Mondrallye. Interessiert mich jetzt erstmal gar nicht so viel. Mich interessiert eher die Weltrallye. So, da ist der italienische Bürgerkrieg. Die sind jetzt noch ein bisschen schwächer, als mir lieb wäre, aber wir können ja Truppen schicken. So ist es ja nicht. 12 Divisionen sogar gleich, Mensch. Übrigens unser erster Krieg nach 4 Jahren Ingame. Das ist auch Rekord schon wieder fast. Denken wir die ganze Zeit, warum kriegen wir keine Versorgung mehr? Weil diese Idioten sich hier gerade die Hauptstadt wegnehmen lassen. So, da wir jetzt hier unsere Grundbasis geschaffen haben, können wir auch mit Luftunterstützung, denke ich mal, den Bürgerkrieg jetzt relativ schnell beenden. Ja. Okay, super, toll. Bürgerkrieg gewonnen.
nutzen wir doch kurz diese Sekunden und bedanken uns bei den Kanalmitgliedern. Diejenigen, die jeden Monat dafür sorgen, dass ich meine Rechnung bezahlen kann, der Kanal läuft, ich alle Leute bezahlen kann, die hier mitarbeiten und immer noch motiviert bin, jeden Tag neue Videos aufzunehmen. An der Stelle, an euch alle. Lol. Okay, das gibt uns instant Kriegsziele, oder nein, wir erklären einfach den Krieg gegen Belgien, Niederlande, die Saar und Luxemburg. Was ist denn Prussia oder Krieg? Denn, sind wir dann im Krieg mit dem gesamten Ostblock, weil das könnte selbst mit unseren 2-3 Verbündeten interessant werden. NATO gibt es übrigens immer noch. Keine Ahnung, was dieses Auflösen bringen sollte. Deutschland hat uns ein Ultimatum geschickt. Wir können jetzt entscheiden, ob wir uns Preußen geben oder Krieg erklären lassen. Wir geben uns natürlich Preußen. Geil. Zum Glück hat das damals bei Hitler nicht so funktioniert, dass er selber entscheiden konnte, was er bekommt und was nicht. Wir immer mal weiterhin die Ausgaben für unsere Armee. In Vorbereitung für, ja, mal gucken, ne? Sachen, die bald kommen werden. So, jetzt versuchen wir mal, ob wir die Amis eventuell stillhalten können. Wobei, wir könnten auch wirklich versuchen, die Amerikaner zu vasalisieren. Ich weiß ja nicht. Nichtsdestotrotz, es ist an der Zeit für Krieg. Ich habe das übrigens gar nicht mitbekommen. Das sind irgendwann Kerngebiete geworden. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Beschweren tue ich mich auch nicht drüber. Meine Freunde, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Das Deutsche Reich steht wieder einmal vor einem großen Feldzug. Beginnend dieses Mal allerdings nicht im Osten, sondern im Westen. Man soll ja auch mal Sachen ändern, um zum Erfolg zu kommen. Unsere heldenhaften Soldaten sind bereit, mit den französischen Soldaten leckere Baguettes zu essen. Operation Bismarck kann ich mir übrigens in die Haare schmieren, weil wir sind eh schon im Krieg mit Frankreich. Schauen wir mal, was unsere Feinde drauf haben. Zum Glück habe ich noch 16 Divisionen rumliegen gehabt, weil ich gerade... dachte mir schon, dass die Amis hier Faxen machen. Okay, und dass Dänemark mit dem Krieg ist, das ist jetzt dann doch ein eher gutes NATO, ne? Ich bin auch der größte Holzkopf, Alter. Ich bin so dumm eigentlich. Okay, Italien tritt jetzt aber auch mit bei. Na gut, jetzt schauen wir mal. Wird spannend. Wir haben jetzt hier zwar das Problem, dass die feindlichen Truppen natürlich in meinem Arsch kleben, aber ich hoffe, Italien und Jugoslawien kümmern sich drum. Und Luxemburg hat schon mal kapituliert, sehr schön. Und auch Sarbazin hat kapituliert. Und der Berliner Reichstag ist nach vielen Jahren endlich wieder im Besitz deutscher Truppen. Arme US-Soldaten, die noch bis vor kurzem einfach gechillt haben in Berlin, ein schönes Leben hatten, jeden Tag mit einer anderen Frau im Bett. Und jetzt sind sie weg. So, dann können wir die Jungs nämlich gleich nach Dänemark schicken. Die Dänen haben bislang immer auf die Schnauze bekommen, das wird dieses Mal auch nicht anders laufen. Französische Armee ist eigentlich auch nur ein Gerücht, so wie es ausschaut. 30, 40 Divisionen, glaub nicht, dass sie so eine große Chance gegen uns haben. Am stärksten bekanntlich Briten und Amerikaner, in alter Manier sogar fast gleich stark. Aber die Dänen gehen mir hart auf den Sack, so viel muss ich schon mal sagen. Belgien hat sich ebenfalls verabschiedet. Waffeln kommen jetzt wieder aus Deutschland. Und die Pommes wurde in Deutschland erfunden. Und die Niederlande ist wieder Niederlande. Dann kümmern wir uns nebenbei um die Rückeroberung von Österreich. Wieder in unsere Gebiete reintegrieren. Habe eh historischen Anspruch drauf, habe ich eh schon gesehen hier irgendwo. Ne? Hier Kernstaat. Ah, nee, das sind meine eigenen Ländereien. Moment, muss aber Österreich gucken. Hier auch Kernstadt. Frankreich leistet noch weniger Widerstand als im Zweiten Weltkrieg. Kommt halt davon, wenn man nicht damit rechnet, dass Deutschland mal wieder sich remilitarisiert. Oh, in Portugal penetriert man den spanischen Verbündeten. Auch nicht so freundlich. Werde ich auch noch gleich zeigen, dass man nicht von hinten angreift. Meine Güte, Alter, ist das peinlich, Frankreich. Wir haben 60.000 Mann verloren. Die meisten lustigerweise durch Niederlande und Belgien. Franzosen schaffen es nicht mal minimalen Widerstand zu leisten. Aus irgendwelchen Gründen fanden sie es lustig, Österreich in den Warschauer Pakt mit einzuführen. Was auch immer das für ein Bullshit ist, der Warschauer Pakt wird dafür büßen. Tschüss, Frankreich. Fall of France, was bringt mir das? Triumph in Frankreich, okay. Gucken, was mir das bringen soll. Ah, der Klassiker. Die French State Vichy Frankreich, dieses Mal direkt Vasall von uns, so mag ich das. Das Bild ist sehr unvorteilhaft, vor allem wenn man überlegt, dass der eigentlich gar nicht mehr da ist. Vietnamkrieg ist übrigens auch eskaliert. Süd gegen Nord mit jeweiligen Unterstützern langfristig. Und hier geht ein Großteil der amerikanisch-britischen Armee baden. In Berchtesgaden. Und Portugal ist auch weg. Damit haben wir auch diese Gebiete hier befrieden können. Und der Kollege Franco wird sich auch freuen. Er ist ein bisschen größer geworden. Während wir die ganzen Truppen noch säubern, die hier rumgammeln. Und Dänemark auch noch in Besitz genommen haben. Hey, ja, ja. Macht Paris kaputt. Juckt ihr keinen. Später heißt er wieder, wir hätten es gemacht. Na, ja, die Sowjets sind eine Nummer stärker. Die gehen mir alle auf den Sack mit den scheiß Naval Invasions, ne? Ja, Verluste 700.000 schon. Ah, klar, feindliche Seite sieht nicht viel besser aus, aber trotzdem tut es langsam weh. Warum sind eigentlich die Japaner auf feindlicher Seite mit dabei? Was soll denn der Scheiß? 920.000 schon.
Gesamtverluste 1,68 zu 2,94. Also das sieht an sich gut aus. Hier ist übrigens in der Zwischenzeit der Nationalismus weit fortgeschritten. Mal gucken. Oh, die Sowjets werden aggressiv gegenüber uns, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. So, wir versuchen jetzt erstmal in Großbritannien zu landen. Und danach kümmern wir uns best case noch um die Union of Soviet Republics. Also wenn ich auf vieles geglaubt hätte, dass unsere Naval Invasion durchgeht, das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Aber die Briten sind auf ihrer Insel gut eingestellt. Wird Zeit für etwas Luftunterstützung. Und mit der erfolgreichen Landung können wir dann mal ganz entspannt durchpushen, hätte ich behauptet. Also das ist glaube ich der schnellste Rekord in Großbritannien, den ich hier aufgestellt habe. Die hatten ja gar keinen Bock zu kämpfen. Und jetzt können wir Destroy Anglo-French Power machen. Und das wird relativ interessant, was da passiert. Ich habe das jetzt nicht ganz geblickt, aber ich glaube, wir machen White Pieces und die werden faschistisch. Oh. Sehr hübsche Flagge. Grüße an die Spanier und Portugiesen, die sich endlich dazu entschlossen haben, gemeinsam auf meiner Seite zu kämpfen. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt hier gerade abgegangen ist. Ja. Wir haben jetzt Okitanien in irgendwas mit Britannien, French State, und irgendwie sind die jetzt wieder gegen mich beigetreten und irgendwie sind die verbündet mit irgendwas anderem und hä? Also wir können jetzt all das einladen, was irgendwie durch die Friedensverhandlungen zerstört wurde. Interessante Flagge, meine britischen Freunde. Warum kann ich nicht eigentlich irgendwie mal ein neues Deutschland gründen oder so? Verstehe es nicht. Ich finde es auch total ein Beschiss, dass sie einfach 1 Million Mann gecheatet bekommen haben. 750.000 Mann verloren. Und wir haben gar nichts verloren, weil wir die einfach hier überrannt haben. Die wurden komplett eingekesselt, von unserer Luftwaffe weggeschossen. So, das gefällt mir jetzt doch schon ein bisschen besser. Noch kurz in Großbritannien aufräumen zum zweiten Mal. Okay, das ging jetzt relativ schnell. Und auch die Schotten wurden zu unseren Vasallen. Damit haben wir Europa erneut neu geformt. Und was ich noch viel cooler finde, wir haben jetzt auch Österreich und Co. bekommen, inklusive der Kerngebiete. Können aber immer noch nichts hier machen. So, die NATO wurde jetzt zerstört, angeblich. De facto war das aber eine Lüge. Bin sehr traurig, die Mod belügt mich sehr viel. Naja, auf geht's. Wir blicken nach Osten, zum Endgame. Zwar nicht die Avengers, aber immerhin das Reich. Airport in Aalborg. Gut, juckt mich jetzt überhaupt nicht, aber okay. Machen wir dann trotzdem mal. Oh, Lichtershow, mal wieder im Norden, Flensburg und Kiel bekommen eine atomare Erleuchtung. Wir switchen mal auf 10% hier. Wir brauchen jeden Mann, den wir gegen die Sowjets schmeißen können. Da wird uns nicht das gleiche wie damals wieder passiert. Oh, War of Annihilation, also Krieg der Zerstörung, gibt jede Menge coole Boni. Und ich erkläre den Sowjets den Krieg und nicht irgendjemand anderem. Jugoslawien könnte da sicherlich ein Problem bekommen. Außer ich rufe Jugoslawien nicht mit in den Krieg rein. Oh, China wurde mitgerufen. Fuck China. Also, hier natürlich. Alter, sind die stark. Boah. Oh shit, die fucken mich gleich. Und jetzt geht's los. Na, die Arabische Föderation möchte uns beitreten. So, Österreich ist schon mal weg. Kann ich jetzt irgendwas gründen? Was? Continuation War? Ah. Wir können Finnland mitrufen. Geil. Die haben zwar keine Truppen, aber egal. Ah, Finnland. Hör mal rein mit euch in die gute Stube. Tschüss, tschüss, hoi. Würde auch gerne interessieren, warum die Türken sich jetzt rausgerechnet auf die Seite der Sowjets gestellt haben. Habt ihr noch nie was getan? Aber gut, müssen sie halt mit meiner harten Hand leben. Und Polen, die leben jetzt unter meiner harten Hand. Ah. So, das ist teurer, das German Empire. Machen wir das. Let's go. Das German Empire. Irgendwas mit Kaiser. Okay, wir sind wieder ein Kaiserstaat geworden. Jetzt kann ich wahrscheinlich nichts anderes mehr machen. Ah doch, wir können anformen und dann quasi neu gründen oder irgend sowas. Also deutscher Kaiser Werner Kempf. Aber gibt uns wieder schön viel Division zum Rekrutieren. Ihr seht, ich rekrutiere relativ viel. Bis jetzt läuft unser Feldzug noch relativ gut, auch wenn wir knapp 500.000 Mann bis jetzt verloren haben. Der Warschauer Pakt ist bereits bei 1,8 Millionen Verlusten. Und hier werden nochmal jede Menge dazukommen. Schmeißen jetzt auch lauter unerfahrene Rekruten mit ins Feld. Am Ende ist es egal, ob sie Erfahrung haben im Sterben oder nicht. Oh, das wird wehtun. Also nicht mir. Und eigentlich auch nicht der Menschheit, nur ein paar Sowjets. Ihr habt es echt schon geschafft, 3,8 Millionen Mann zu verlieren. Respekt. Ich habe noch nicht mal angefangen mit dem Spiel. Schön zu sehen, egal welche Mod man spielt, die Krim ist immer verbuggt. Immer. Italien besucht übrigens Norwegen. Das ist sehr nett, weil ich habe keinen Bock auf Norwegen. Türkei hat kapituliert, das war jetzt aber auch nicht schwer, die hatten eh nichts. Und Ungarn hat Ungarn den Krieg erklärt. Und nein, ich hatte da überhaupt nicht meine Finger im Spiel. Oh, wir können Ungarn in unser Bündnis einladen. Ungarn hat gerade sein eigenes Ragnarök. Allerdings werden sie das nicht gewinnen. Naja. Die Chinesen haben ihre ganz eigenen Probleme. Die kleine Insel hat mal wieder aufbegehrt. Und möchte auch gleich noch um mein Bündnis, aber gerne doch. Oh, die Sowjetunion ist dem Warschauer Pakt beigetreten, das schon her. Wir haben nämlich die Sowjetunion per Fokus besiegt oder so, keine Ahnung. Aber ich das richtig verstehe, haben wir jetzt den Sieg errungen, oder? Ah, China ist hier auch noch, sehe ich gerade. So, nach dem Sieg kommt jetzt die neue Ordnung. So, nachdem wir jetzt eigentlich alles gewonnen haben, können wir das größere Deutsche Reich gründen, ein 1000-jähriges Reich. Oh.
Ja, die haben ja wieder die Kreuzflagge oben reingeballert. Da müsste man eventuell wieder was drüberlegen. Aber wir haben fast 8 Mio. Manpower. Und wir haben die neue Ordnung erschaffen. Die Neo-Achse hat, naja, eigentlich obsiegt. Das Einzige, was jetzt zu unserem Glück noch fehlen würde, sind die Amerikaner. Auf die habe ich absolut gar keinen Bock. Die Überreste mit den Japanern und den paar Chinesen, das ist mir auch scheißegal. Wir haben uns gerecht für den Ersten und Zweiten Weltkrieg und endlich haben wir mal einen Krieg gewonnen. Und das alles nur dank meiner hervorragenden Arbeit. Trotzdem muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Die Mod ist echt cool. Die werden wir in Zukunft auf alle Fälle noch ein paar Mal spielen. Ideen und Wünsche gerne in die Kommentare. Ich bin raus für heute. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und vor allem eins nicht vergessen, nämlich keine Krabben essen.